Ein wunderschön, ja, Klickerhebefolge 1. Ja, keine Angst, es geht ganz normal weiter. Nur deswegen wieder eins, weil es jetzt halt kein Ferien-Special mehr ist und weil halt schon, dadurch, dass es in Ferien alle oder jeden Tag kam und deswegen schon bei Folge 90 war, deswegen ist jetzt, war ab jetzt, wie gesagt, einmal pro Woche, ne, jeden Montag. Genau, deswegen habe ich jetzt praktisch nochmal, ist es halt eine ganz normale Aufnahme, die einmal pro Woche kommt. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Mal gucken, wo ich bin. Okay. Ah, wer erreicht mittlerweile fast 3E7? Das geht schon. Das kann man schon machen, kann man das. Ja, ich habe auch gestern mal ein bisschen rumprobiert. Ich habe auch mal probiert, dass ich irgendwann mal auf ihn umgilde und ihn hochlevel, aber das hat unterm Strich gar nichts mehr gebracht. Also bleiben wir tatsächlich dabei so, dass wir bei ihm aufhören und ihn einfach so hochleveln, wie geht. Finde ich jetzt witzig, aber gut. So, du kommst mal kurz weg, dann machen wir hier 100, 100, 100. Warum eigentlich? Ich könnte eigentlich gleich transcend, ascenden. Weil wegen Baum. Eben. Was groß zu machen, lohnt sich an der Ascension nicht. Oh, vielleicht knacken wir noch die 3E7. Ach ja, übrigens, gestern. Hab gestern ein bisschen gespielt. Wer hätte gedacht. Und hab tatsächlich geschafft, ihn hier auf Level. Also um 3000 Level zu bereichern. Yay! Weitere 3000 Level würden dann wieder 1E, ne, 2E8 kosten. Dauert also dann wieder ein bisschen. Ja, von daher. Und wir haben mittlerweile schon. Ja. 1E. Oh Gott, fehlt da noch eine ganze Menge. Aber mal schauen. Ich habe jetzt immer eine ganze Woche Zeit. Vielleicht schaffe ich es in der Woche hier, weil. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war mit 1E6, E8. Ich weiß aber nicht, wie viel es am Anfang war. Also wie viel wir für die 14. Insgesamt brauchten. Weil für die 15. brauchen wir ja nochmal wesentlich mehr. Kann also durchaus sein. Boah. Ja, hat man gerade schon gesehen. 1,8 E5. Das heißt, wir machen schon. Oh, mehr als das Dreifache. Geht. Ja, mal gucken, wie viel wir denn für die nächste brauchen. Mal gucken, ob ich das innerhalb dieser Woche schaffe. Ich habe 50.000 Transcendent Power. Ist schon nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht. So. Das heißt, ja, wir könnten ascenden, aber ganz ehrlich, es läuft noch, ne? Noch läuft es relativ gut. Von daher bin ich gerade überlegen, ob ich einfach mal in Vollmodus gehe, ob ich nicht einfach mal gucke. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Wie ist unser Jojo? Der ist ja mittlerweile auch schon relativ gelevelt. Ah nee, er ist noch auf Level 1000. Ja, das ist natürlich. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir doch mal probieren, die Ascension noch ein bisschen durchzudrücken. Mittels Juggernaut. Da weiß ich jetzt aber nicht, wie effektiv das sein würde. Ich probiere es einfach mal kurz. Mal gucken, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Den dritten kann ich eigentlich auch noch benutzen, weil Geld verdienen wir jetzt kacke. Keins mehr. Das heißt. Hochleveln kriegen wir hier eh nicht. Von daher können wir alle drei benutzen. So. Ja. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Vor allem, wie viel ich mir einfach hier mittlerweile kaufen könnte. Ach du meine Güte. Wir könnten mittlerweile auch echt mal probieren, ob wir es nicht doch mittlerweile schon schaffen könnten, hier auf ihn anzusparen. Ich meine, das müsste mittlerweile sogar funktionieren.
Ich meine, wir kommen ohne Probleme, also wirklich ohne Probleme bis zu ihm. Molcho könnte ich, glaube ich, immer auch schon erreichen. Ja, doch, das sollte auch gehen. Das heißt also, wenn ich mir mal für eine Ascension richtig Zeit nehmen würde, und ich habe jetzt mal eine Woche, könnten wir es vielleicht sogar schaffen, tatsächlich relativ weit von den Monstern her zu kommen. Weil unser letzter Status war ja, dass wir es entweder bis zu ihm oder bis zu ihm geschafft haben. Ich glaube, bis zu ihm. Dieser sogenannte Bomber Max. Gute Frage. So, auf jeden Fall, dadurch, dass wir jetzt aktiv spielen, können wir jetzt auch unsere ganzen Kombos hier benutzen. Also machen wir einfach mal drin. 1, 2, du und ja, ne. Machen wir mal noch die Schreien und so. Und dann machen wir mal noch die 3 rein und das hier. Oh, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Deine Mutter. Deine kleine Digga Mutter. Ach, sehr gut jetzt. Nicht irgendwelche random Leute beleidigen. Das macht man nicht. Du Arsch. So. Okay, dann können wir jetzt nochmal die Dreier nochmal benutzen mit gedoppelt. Also das und die 3. Bom. Jetzt haben wir nochmal 100% kritischen Trefferchance. Ist auch bei mir ganz witzig, wenn ich hier bei mir mittlerweile starte. Ich habe ja bei mir die Outsider ein bisschen umorganisiert und schaffe es jetzt mit den Outsidern und den Agents in den ersten paar tausend Leveln eine Primal Chance von über 100% zu haben, also 110%. Und ich hätte mir immer Primal Chance 110%, in Klammern Maximum 100%. Also wenn man nicht als, ja, also wenn man nicht wüsste, dass man eh nicht mehr als 100% haben kann. Das ist jetzt extra nochmal erwähnt. Damit halt auch keiner auf die Idee kommt, ja, vielleicht hat man ja vielleicht pro Boss zwei Primal Bosse. Kann ja sein. Ich meine, wär tatsächlich sogar witzig, wenn es so funktionieren würde, dass man sagt, okay, wenn man eine Primal Chance von über 100% hat, dass dann ab und zu ein Boss das Doppelte an Primal Souls gibt. Wäre technisch sogar implementierbar. Aber nein, 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 nein. Wow, Schatzkiste mit 10-fach Gold. Hat uns leider wahrscheinlich trotzdem nichts gebracht. Absolut gar nichts. Es, wie gesagt, wir verdienen halt jetzt kein Gold mehr. Ist halt so. Aber wir haben nochmal 100, doch 160.000 Hero Souls bekommen. Ob sich das jetzt hier lohnt, ich weiß es nicht. Was war denn unser Highest Level Zone bisher? Bisher unsere Highest Zone ist, nein, Highest 2800. Ah. Na gut, da sollten wir noch ein bisschen weit kommen können, denke ich mal. Dann würde ich mal sagen, ich versuche tatsächlich die Ascension mal wieder ein bisschen weiter zu drücken. Das war eine ganze Woche lang bis zur nächsten Aufnahme. wäre vielleicht gar nicht so dumm. Wobei eigentlich doch. Oder? Ach, siehst du, wir haben mittlerweile weit über 100. Tada, 105. Yay, 105 Rubine. Also der nächsten Transcension steht nichts mehr im Wege. Wir müssen nur diese Zahl hinten um 2 erhöhen. Dann können wir direkt transcenden. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir es jetzt bereits in dieser Woche schaffen. Ich bin ein bisschen optimistisch. Aber wahrscheinlich ist der Optimismus eher
nicht ganz so, dass man sagen könnte, ja, aber nee, dein Optimismus, der ist geil. Du kleiner Ficker. Ja. Mehr können wir jetzt hier auch gar nicht machen. Die Level bringt ja nichts, müsste ich umgilden, weil das Problem ist jetzt, wenn ich ihn hochlevel, hat er immer noch wesentlich weniger Stärke als mein jetziger, weil er ja überhaupt nicht gegildet ist. Ich müsste also auch jedes Mal alles umgilden, was technisch gesehen kein Problem ist, weil alles umzugilden, wir haben derzeit, ach, hier steht da ja gar nicht, wir haben derzeit dort 300 Gilds. Das heißt, alles umzugilden würde 300 mal 80.000 kosten, also gerade mal 24.000 T-Wars Souls. Das ist im Vergleich zu dem, was wir haben, ein Witz. Also technisch wäre es möglich. Aber trotzdem habe ich darauf immer keinen Bock. So, was willst du hier? Ball, Catwall. Hier haben wir alles Gute, ne? Ja, von daher bist du einfach kompletter Müll. Also komm mal bitte weg. So, ansonsten hier haben wir mittlerweile wieder alles mit Goldmission voll. Ich lasse die hier auch erstmal komplett sein, weil die möchte ich dann gerne aufheben, wenn wir dann transzenden. Ja. Das wäre mir persönlich ganz lieb. Dann haben wir praktisch, dann haben wir wirklich schon alles komplett vorbereitet. Wir haben alle Rubine, die wir brauchen. Wir haben das Gold, was wir brauchen, auch wenn wir dadurch die, ne, die, wie heißen die jetzt nochmal? Die Söldner in dieser Woche jetzt nicht zur Verfügung stehen. Scheiß drauf, werde ich auch so schaffen. Aber dadurch haben wir die Rubine, wir haben Söldner, wir haben also quasi alles, was wir brauchen, um in der nächsten Transcension dann gleich direkt durchzustarten. Es wäre natürlich noch eine Idee. Ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie gemacht, aber mir ist so eingefallen. Es gibt ja auch Söldner, die uns Hero Souls geben. Und da weiß ich offen gesagt nicht, was passiert, wenn man die in die nächste Transcension mitnimmt. Wisst ihr was? Wir machen das tatsächlich mal. Ich speichere mal ganz kurz. Ja. Den Schwächsten ist der mit 1,85, ne? Okay, davon haben wir drei Stück. Wow. Ah gut, dann opfern wir mal die unteren beiden. Ne? Einfach weil sie unten sind. 5% einer Quick Ascension. Ah, ja, nee, da brauche ich ja mindestens eine Tagesaktion. 3,3%. Das heißt also, ich würde bei einer Tagesmission hätte ich dann gerade mal. Jetzt bin ich raus. Ja, also bei 60 Stunden 3,3% oder 4 Stunden. 5%, das würde bedeuten, dass wir bei einer 24-Stunden-Mission maximal mit 50% einer Quick Ascension rechnen kann. Das wäre tatsächlich gar nichts. Weil eine Quick Ascension ist halt am Anfang 7 Hero Souls. Wenn man transzendet, ist der Wert hier auf 7. Ne? Und wenn wir dann davon, selbst wenn ich es schaffen würde, eine 24-Stunden-Mission zu machen, hätte ich also gerade mal Maximum 50%. Ne? Und das sind dann gerade mal 3 Hero Souls. Ich glaube, da wäre es von der Geschwindigkeit besser, tatsächlich auf Gold zu gehen und damit, wie gesagt, die Transzension hoch zu pushen. Das dürfte eine weisere Entscheidung sein. Gut, dann lassen wir das also nochmal. Oh ja, klar, die Kombo ist jetzt natürlich weg. Danke dafür. So. Wir lösen die hier zwar auf jeden Fall auf, damit ich noch mal ein paar Goldmissionen machen kann, die etwas mehr bringen. Aber eben, wir machen halt noch mal Goldmissionen. Auch bloß eine 1,85er. Bei 8 Stunden gerade mal SE85? Willst du mich ficken? Digga, was ist das denn für ein Müll? 8 Stunden für 1,85. Boah, Alter, das ist jetzt aber echt, ne? Das ist schon ein bisschen. Das ist kriminell! Egal, mache ich erstmal.
Nee, mache ich nicht, komm. Ich hoffe auch darauf, dass da mal noch eine bessere kommt. Was ist das denn für ein Kackkäse, Alter? Ich meine, das ist hier ohne 8 Stunden Mission, das ist 2E85, das geht, das ist in Ordnung. Aber 1E85 für 8 Stunden, das ist ja nun wirklich, ne? Das Spiel, das mag uns nicht so wirklich. So. Können wir jetzt hier tatsächlich noch mal ein bisschen. Nee, können wir nicht. Fuck you. So. Ja, das ist jetzt wieder das Problem an dem aktiven Bild. Bei dem aktiven Bild, da ist halt das, was man von den Agents, von den Fuckern bekommt. Ach, ich vergesse immer, wie die Söldner. Das, was man von den Söldnern bekommt, ist ein Witz. So. Punkt aus Basta. Weil man nämlich durch den Juggernaut, also durch die Combo, halt seinem eigentlichen Möglichen viel weiter voraus ist und man bekommt ja das Geld für das Mögliche. Das heißt, wenn man viel weiter voraus ist und man das bekommt, was man bei dem Möglichen bekommen würde, ist man, wenn man schon viel weiter hinaus ist, das, was möglich ist, ein Witz. Und dementsprechend kann man das, auch was man von denen hier bekommt, vergessen. Ja, weil selbst der Beste gibt gerade mal die Hälfte von dem, was. Nee, ein Drittel von dem, was wir bereits haben. Ist. Na, ist halt so. Deswegen lasse ich die jetzt auch komplett sein, weil, wie gesagt, die sind für nach die Transcendence sind sie Gold wert. Und jetzt, die einzulösen, wäre halt einfach Verschwendung. Verschwendung von Steuergeldern. So. Boah, wieder eine Schatzkiste mit 10-fach Gold. Nice. So, das heißt, wir haben soweit alles vorbereitet. Der hat nochmal eine 8-Stunden-Mission. Ihn schicke ich vielleicht nochmal auf eine ordentliche Mission. Da sollte nochmal eine kommen. Hoffentlich stirbt nicht einer von den beiden. Aber ich sag, ne, wir haben eine ganze Woche Zeit. Und wenn ich es nicht schaffen sollte, in dieser Woche hier auf 15 zu kommen, haben wir sogar 2 Wochen Zeit. Weil die Transcension mache ich definitiv nicht offscreen. Also, ne? Transcension mache ich immer onscreen. Weil die halt einfach mal so selten sind, die kann man tatsächlich immer mitnehmen. Anders als ein Ascension, weil ein Ascension mache ich dreimal pro Tag. Also, tsch, da ist jetzt nur wirklich, ja. Wobei, gestern habe ich sogar viel geschafft. Aber gut, lassen wir das. Hier, dann haben wir soweit alles. Und dann würde ich mal sagen, ja, dann war es das jetzt erstmal dafür. Dann speichere ich das Ganze nochmal. Nehmen wir lieber nicht. Habe gerade schon gespeichert. Und ich weiß noch nicht, ob das hier wirklich so eine gute Idee ist. Wenn die mir jetzt alle hier wenn die mir jetzt hier beide absterben sollten, dann lade ich nämlich einfach den vorhandenen Spielstand. Was auch ganz schön blöd wäre. Egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir gerade erst gespeichert. Speicher brauche ich nicht. Von daher schließe ich einfach mal. Und dann sage ich mal. Die Fenster hier sind falsch rum. Du kommst normalerweise nach da und du kommst normalerweise da irgendwo hin. Wo immer du platziert wirst. Yay. In dem Sinne dann, schau mit V. Und dann, ja, sehen wir uns dann quasi die Woche, wie gesagt, nur noch für die ganz normalen Aufnahmen. Heißt also viermal irgendwas mit Doom. Und viermal irgendwas mit Mindtest. Und die nächste Clicker-Hero-Folge kommt dann am nächsten Montag wieder. Ne? Halt also wieder jeden Tag eine Folge. Nein, stimmt nicht. Also Montag 2 Folgen. Einmal Clicker-Heroes, einmal Doom. Dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils eine Folge Doom. Und dann Freitag und Samstag jeweils 2 Folgen Mindtest. Also insgesamt auch wieder 4 Folgen Mindtest. Ja. Quasi so wie vor den Ferien, nur dass halt jetzt auch am Montag 2 Folgen kommen, weil da ja mein Clicker-Hero hinzugekommen ist. Mann, was mache ich denn hier heute, Alter? Ich habe definitiv zu lange geschlafen. Schau mal V.